Servus und grüß euch zur Folge 47 Landwirtschaftssimulator 22 auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben letztes Mal noch festgestellt, 12 Bäumchen könnten wir noch pflanzen. In dem Modpack waren das nächste 40. Im Standard habe ich aber gesagt, es sind 20 Setzlinge drin. Das wäre jetzt eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Ich glaube, dass wir jetzt da noch 20 Kiefern kaufen. Eichen haben, glaube ich, auch nichts, oder? Deutsche Eiche. Soll ich da was sagen? Jetzt bauen wir die letzten noch, da haben wir jetzt noch Eichen auf. Sollen wir jetzt Kiefern, Fichten und dann Eichen, oder? Pflanzen wir jetzt um. Die restlichen 6 Stück schaue ich mal, ob ich dann irgendwo Plätzchen finde, wo wir die dann noch einbuddeln können. VB. Los. Passt. Die noch sitzen. Lass mich mal überlegen, wo wir dann ein Plätzchen finden würden. Neben dem Feld ist es auch doof, genau neben dem Hof, oder? Hinter der BGA auf dem kurzen Stückchen, da kann man es direkt noch hinmachen. Einfach nur, damit die weg sind, gell? Da steht aber... Nein, das ist auch doof. Da, boing, sagst du das? Boing. Einfach nur, dass weg sind die Dinge. Sind so beim Gras da nicht im Weg liegen, das ist das Problem. Müssen wir den Streifen dann nämlich auch noch abmähen. Geht, das probieren wir jetzt einfach.
unsere BGA soll grüner werden. So, und der letzte ist weg. Sehr, sehr schön. So. Jetzt muss ich aber so ein kleiner Baum kennen. Auf dem letzten Stückchen da vorne. Wie groß brauchen wir denn mehr? Das passt da. Ich glaube schon. So. Da geht es nämlich in einem. Mach voll den Ding. So. Ups. So. Gut, Kirche wieder aus. So. Und doch gut verwendet, da die Song. Also gibt in der Übersicht, glaube ich, irgendwo so einen. Natürlich mal was schauen. Ich hätte gemeint, da gibt es in der Übersicht so einen Punkt, wo man nachschauen könnte. Wie viele Bäume das mal gepflanzt hat. So, reparieren. Reparieren. Ah, das Teilchen jetzt gar nicht einmal so stark hergenommen, gell? So, jetzt können wir nämlich einfach ein Meterchen weiter nach vorn ziehen. Dann können wir da dann auch auf R drücken und dann wird der Sprudel wieder nachgefüllt werden. Dann nehme ich die Tanke auch direkt am Hof. So. Brauchen wir noch Plätzchen, wo stellen wir denn das Bäumchen Dingsbums da ab? Den brauchen wir aber nicht. Na, also geht er da herum. So, und jetzt Leertaste, dann funktioniert es auch. So. Hammer. Ich glaube, die kleinen Impress können wir mal verkaufen. Die kleine 125er Impress. Es gibt bloß beim Händler mehr Geld, gell? Also, müssen wir jetzt mal kurz. Ach, fahren wir selber auf. Das heißt, Moment, in dem Fall kann ich den jetzt mal hinauffahren lassen. Ich wollte nämlich noch ganz etwas gucken. Ich habe nämlich beim letzten Aufnahmeblock, das habe ich vergessen zu erwähnen, den Hühnerstall weg. Den Hühnerstall, ja genau. Das sind die neuen Hühner bei mir auf der Farm oder sowas. Hey, der Bub. Genau. Den Kuhstall weggerissen und den großen aufgebaut, wo man 500 Kühe reinpacken kann. Allerdings habe ich, glaube ich, ja, ich habe vorher die Milch noch rausgefahren. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich die eingelagert habe oder ob ich die verkauft habe. Ich glaube aber, wenn, dann muss jetzt in dem großen Silo drinnen sein, weil sonst nimmt keiner Milch an. Das heißt, wir haben im Moment auch keine Milch. Nicht viel zumindest. Weil die Kühe jetzt erst wieder gesunden müssen, bis die Milch produzieren. Dann kommt da natürlich wieder etwas und ich glaube, ich habe die Milch nämlich verkauft. Macht aber nichts mehr. Wir haben jetzt trotzdem im Hergehen, werden wir die jetzt mal alles. Wo ist denn da das Büro?
oder verkaufst, da kaufen, Trigger. Ich will das Ding hier kaufen. Also. Produktionsstätte kauft. Oh, das ist ein Schnapperl. So. Das ist ja ein Schnäppchen, muss man sagen. So, jetzt schauen wir mal schnell die Produktion in einer. Jetzt haben wir nämlich, ah, siehst du wohl, die können wir deaktivieren, weil da haben wir nämlich nichts. Sorghum haben wir. Sorghum müsste da sein. Mehl, Weizen bin ich mir jetzt nicht sicher. Macht doch überall auf. Den besten Ertrag kriegt man eh aus Hafer. Mehl, weil Mehl würde ich dann in die Bäckerei machen, da kriegen wir nämlich dann Brot raus. Bäckerei gibt es aber, glaube ich, keine auf der Karte. Die kaufen wir uns noch, die Schokoladenfabrik. Spinnerei kommt später dran, Käserei brauchen wir auf alle Fälle. So, das ist jetzt eigentlich nur Sägewerk, das kommt auch noch später. Zug brauchen wir keinen, das ist auch bloß Zugmieten. Da ist der Verkauf noch drin, dass die andere BGA. Gut, Bäckerei haben wir keine, gell? Macht aber nichts. So, jetzt muss ich direkt nochmal schauen. Ich meinte nämlich, wir haben wir. Das ist leer. Da kommt Weizen und Gerste. Gut, ich habe die Silos ein bisschen aufgeteilt. Ich hätte mir da mit mehr Lagerkapazitäten gerechnet, gell? So, jetzt müssen wir schauen, was haben wir denn da? Silage, Zucker im Gras, Mist, das hilft uns nichts, das hilft uns nichts. Was haben wir da drin? Da ist leer. Da haben wir da noch was. Da hat man Mais, Sorghum, hier ist 6000 Liter. Es ist jetzt nicht das, nicht die große weite Welt, aber mal ein Anfang, um Mehl zu machen. Das heißt, jetzt schließen wir mal Part 1 ab. Wir gehen jetzt hier und dann bin also doof, ne? Steht doch eh das Schnucki. Der leicht doch reicht aus, genau. L und R verwechselt. Der leicht doch reicht aus, ne? Der reicht doch leicht aus. Und zumindest die Ballenpresse. Zum Händler zu transportieren. Ich möchte da nicht arbeiten damit. Ich will ja nur verkaufen. Damit wir da Platz haben. Die Setzlingsmaschine da oben hin tun. Es wird also mit Sicherheit nochmal ein anderes Plätzchen geben, wo wir mit Sicherheit auch noch Bäume ansehen werden. Ich muss mich jetzt nur zwischendurch einmal informieren, welche Baumart wirklich das meiste bringt, dann an Ertrag, Gewinn, Monetas. So. Kuh. So. Gut. Der fährt dabei mal runter zur Abstellhalle. Das verkaufen, so, wobei der passt, der fährt zur Abstellung, da brauchen wir dann einen Traktor für den Anhänger, damit wir das Sorghum hier gleich mal in die Produktion fahren können. So, Weizengerste, Hafer, Sorghum, Weizengerste, Hafer, Weizen, hätten wir eh drei verschiedene, Weizen, Gerste, zwei Felder, drei Felder, Hafer haben wir eins. Ah, das müssen wir ja, das kommt erst im Umbruch, das wird ja dann auch nochmal verteilt, wenn wir ja die Felder immer ein bisschen aufteilen, weil, das heißt, aus einem von den Gerstefeldern werden wir dann mit Sicherheit einen Hafer machen. Kartoffeln habe ich nirgends angedacht. Die müssen wir aber auch irgendwie, brauchen wir Kartoffeln auch noch. Da muss auch noch irgendwas her.
Ja, vielleicht wenn man wirklich auch die Felder 23 und 25, wie nennt man das in der Landwirtschaft, rekultivieren, also was anderes dann wieder drauf machen, wenn man die Trauben einmal herunternimmt. Bei Trauben, wie gesagt, können wir auch mit einem Mod in Gewächshäusern machen. Mag zwar auch wieder durchaus unrealistisch sein, ich gebe euch da durchaus recht, aber es hilft ja nichts. Jetzt muss man mal einen Maßstab nehmen, wenn ich jetzt hergehen würde. Und da jetzt damals ein Gewächshaus nehmen. Frage ist, passt das halt genau dann in so eine Reihe hinein, weißt? Also wenn wir jetzt eine Reihe rausnehmen, wird das nicht reichen. Dann müssen wir zwei Reihen rausnehmen. Also wenn wir jetzt eine, zwei, die raus, die bleibt stehen, die kommen raus, die bleibt stehen, die kommen raus, die bleibt. Das geht sich nicht ganz aus, gell? Wobei das noch vorne hin immer größer wird. Zwei Reihen rausnehmen, zwei Reihen rausnehmen, zwei Reihen rausnehmen, zwei Reihen rausnehmen. Natürlich nebenbei auch noch hergehen könnte, so ungenutzte Flächen wieder hier oben, wo eigentlich wirklich nichts anderes mehr hinpasst. Ach, das ist doof, weil dieses Land, glaube ich, ist eins der wenigen Eckchen in der Karte, die man nicht kaufen kann. Genau. Das ist echt sehr, 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 sehr schade. Muss mal schauen. Aber da oben ist dann alles wieder so uneben. Was auf so einem Hang der Gewächshäuser so hinbauen ist jetzt auch nicht gerade optisch so der Hit. Da war eine ebene Fläche, das war so eine Möglichkeit, wo man sagt, man könnte da heroben vielleicht die Wiese abmähen. Würde da dann anfangen, in der Mitte ein paar Gewächshäuser zu bauen. Das Problem ist, wenn die nämlich nicht gerade stehen, schaut es nämlich auch ziemlich kacke aus. Natürlich schon eine Möglichkeit, dass man da dann einiges an Gewächshäusern hinbaut. Dass man noch ein bisschen was an den anderen Früchten kriegt und mit denen kann man natürlich Oliven und Trauben machen. Guter Plan auch wieder, gell? Also die Wiese werden wir mal komplett wegmähen. Eine Mähfolge wieder, so wie beim letzten Mal. Und dort dann in der Mitte beginnen. Sowas kann ja aber dann, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, ob ich sowas dann im Offscreen machen soll. Dass man wirklich sagt, ich mähe die Wiese einfach mal komplett ab. Macht das Ganze offscreen und wenn die Wiese abgemäht ist und alles dann einfermentiert ist, dann könnten wir anfangen mit euch oder kann ich das dann zeigen, wenn wir da oben dann die Gewächshäuser natürlich platzieren. Aber das war jetzt mal, das wäre eine gute Fläche, glaube ich. Einigermaßen eben. Zur Not muss man es halt einmal kurz wegreißen, wenn es irgendwo nicht ganz passt. Weil den Platz der Runden möchte man vielleicht noch für andere Sachen freihalten. Ist zwar jetzt auch nicht gerade so riesig eben, aber es schaut gut aus. Genauso wie da drüben. Da müssen wir auch noch schauen. Und dann nochmal vielleicht einmal durchgehen und durchaus so mal 23, 25 für Kartoffeln hier machen. Mal schauen, was wir halt wirklich alles brauchen. Irgendjemand hat im Livestream ja auch schon mal gesagt, in der normalen Landwirtschaft hast du ja bei den Feldern immer einmal oben, einmal unten, einmal nichts. Also man pflanzt, so wie ich das verstanden habe, einmal oben, also zum Beispiel Mais an, pflanzt dann einmal unten, zum Beispiel eine Kartoffel an und lässt das Feld dann ein Jahr liegen. So, bei Ballenpressen haben eigentlich die verwendeten eh genügt. Die Idee ist nur aus dem Original. So, du kannst wieder
Bauernhof von. Fupp. Die kommt weg. 41.000 Masche. Gut, jetzt müsste eigentlich der Kollege schon wieder dort sein, oder? Die Kollegin ist ja egal. Einer von beiden. Das heißt, wir brauchen jetzt da vorne das kleine Kless-Schnuckelchen da. Kless an den Kless. Upsi. So. Wo war jetzt die Sorge um hier ist ja drin da vorne? Einladen ist da. So. Führt Befüllung starten. Sorghumhirse. Ah, muss man aufstehen, das ist jetzt wieder. Sonst fährt er das überladen auf. So, Produktionsstätte. Viel haben wir ja nicht, das macht aber nichts. Da können wir aus dem Bissel schon mal was zaubern. Dass wir da mal Mehl bekommen. Verarbeitungsanlage brauchen wir sowieso für unsere ganzen Sachen, also gibt doch noch einiges. Mehr Möglichkeiten haben wir im Moment nicht, wenn ich das richtig sehe. Warte mal, wir sind noch mal ganz kurz. Jetzt warte mal, war denn irgendwo eine Übersicht drin mit den ganzen gepflanzte Bäume? 360 Bäume haben wir gepflanzt schon, ja? 360 Bäume haben wir gepflanzt. Das hat doch schon mal was. So. Die Schnucke stellen wir da wieder unter. Jetzt schauen wir mal zum Kuhstall vor. Ganz kurz in den Kuhstall springen und schauen wir von Milch, dass wir da haben. 154 Liter, das ist eigentlich nichts, gell? Aber das macht jetzt mal nichts. Wenn die Kühe dann nochmal im ersten Stadium dann gesundet sind, kommt da eh einiges raus. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz kurz den parken und dann zeige ich euch in der nächsten Folge, was der Maverick als nächstes vorhat. Damit die Spannung etwas aufrechterhalten bleibt. Mag ja nicht alles spoilern. Damit ihr bis zur nächsten Folge etwas fiebert. Der nächsten Folge entgegenfiebert. Tja, in diesem Sinne, das war's dann für diese Folge.
Danke fürs Zugucken. Ich sage einmal einen lieben Gruß an meine Let's Play Landwirtschaft Simulator Fangemeinde hier am Kanal. Die ist zwar klein und schnuckelig, aber trotzdem freut es mich natürlich, dass einige das angucken. Ja, nächste Folge, nächstes Glück, nächster Spaß. Bis dahin, alles Liebe und Gute. Lasst euch nicht ärgern. Pfiat euch vom Maverick.